Hallo mein Freund Flavio Simonetti hier. Ich wurde vor kurzem gefragt, kann man denn auch lokal nur im Bauch Fett verbrennen? Und ich habe immer gesagt, das geht nicht, kannst du vergessen, außer du bist Anfänger. Und ich habe zufällig wegen Video vor ein paar Wochen nochmal ein bisschen recherchiert und erstaunlich festgestellt, dass es anscheinend doch Möglichkeiten gibt, fokussiert am Bauchfett zu verbrennen. Und darüber möchte ich dir in diesem Video berichten. Ja, ich habe in einigen Videos zuvor schon von der High Intensive Interval Training berichtet. Und das ist eine Trainingsmethode, wo du sagst, du gehst laufen und hast verschiedene Intervalle. Das heißt, ein kurzer Intervall, wo du richtig Gas gibst und dann ein längerer Intervall, wo du langsam bist. Das heißt, die Phase, wo du richtig Gas gibst, ist eigentlich relativ kurz, aber sie hilft dir anscheinend lokal Bauchfett zu verbrennen. Und das fand ich eine interessante Sache, dass es anscheinend doch möglich ist. Und da will ich dir ein paar Sachen sagen, die ich darüber herausgefunden habe. Und zwar, dieses Training im Intervall funktioniert dann sehr gut, weil du verschiedene Hormone aktivierst, zum Beispiel Wachstumshormone und zum Beispiel auch den Adrenalin und Noradrenalin. Das sind Hormone, die vor allem das Adrenalin Stress hervorrufen, und Stress ist ja eigentlich nicht positiv, aber in diesem Fall hilft es dir verstärkt nochmal Fett zu verbrennen, und es gibt Rezeptoren, die anscheinend direkt am Körper sind und da am Bauch sind und da speziell nochmal Fett verbrennen. Und da habe ich hier ein paar Sachen, ich lese dir mal kurz vor. Und zwar sagt es hier, eine Studie an Typ 2 Diabetikern, die schon ein bisschen älter waren, hat erbracht, dass sie im 8-wöchigen HIIT-Training zwar keine Veränderung am Gesamtkörpermasse hatten, aber eine Abnahme am Bauchfett. Das heißt, das viszerale Fett hat sich um bis zu 44% reduziert. Das ist schon eine krasse Sache. Und da gab es eine ähnliche Studie mit Frauen, und da haben die auch herausgefunden, dass, ja, dass hier das Fettgewebe um 48%, also das viszerale Fett, reduziert wurde. Also auf jeden Fall eine interessante Sache. Und das Dritte, was Forscher auch herausgefunden haben, war an einer Medical Science Universität in Sydney. 2012 haben die 12 Wochen Versuche gemacht mit Leuten, die eigentlich keinen Sport machen, übergewichtig waren. Und bei 3 Einheiten pro Woche 20 Minuten HIIT haben sie herausgefunden, dass sie dadurch eine schlankere Taille hatten. Also ob das jetzt 100% stimmt, kann ich nicht sagen, weil ich selber HIIT damals nur im Fußballtraining absolviert habe und regelmäßig umgesetzt habe. Aber es scheint zu stimmen, dass man da einen besseren Effekt erzielen kann. Also was ich damit sagen will, ist, wenn du schon bei dem Versuch bist, abzunehmen, dann probierst du mal mit HIIT, das heißt 30 Sekunden Vollgas, 2 Minuten oder 1 Minute Pause und so weiter. Das fängst du mal an mit 20 Minuten in diesem Intervall, wirst merken, du bist richtig K.O. und dann kannst du mir erzählen, wie der Effekt war. Und wenn es funktioniert, auf jeden Fall super interessant. Ich habe leider die Erfahrung noch nicht gemacht, aber es zeigt mir, dass die Forschung immer weitergeht, und anscheinend ist es sogar möglich, am Bauch Fett zu verbrennen und nicht nur am gesamten Körper. Und wenn es funktioniert, schreibst du nochmal. Mich würde es super interessieren, was deine Erfahrung dazu ist. Also dazu muss man natürlich sagen, ich glaube, dass man auch in anderen Partien gleichzeitig mit Fett verbrennt. Aber wenn es natürlich noch schneller am Bauch geht, umso besser. Wenn es dir gefallen hat, gib mir ein Like, zeig es deinem Kumpel, der ein bisschen Bauchfett hat. Und wenn du wissen willst, wie ich in 70 Tagen zum Sixpack kam, dann schau unterhalb des Videos. Dort zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du zu deinem Sixpack kommst. Mach's gut, dein Flavio Simonetti.